So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Überall hängen A die Haare und ich habe mal wieder was Interessantes gesehen zum Testen, aber ich muss aufpassen, was ich teste. Denn als ich gerade einkaufen war, habe ich diese. Ne, die darf ich noch gar nicht zeigen. Habe ich diese zwei Oschis gesehen und ganz in der Nähe stande Daishio. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht, sonst wie, keine Ahnung, dieses Samurai Bio Vegan Energy Getränk mit Bären-Vanille-Geschmack und noch ein anderes. Das hatte ich mal getestet. Da bin ich durch den Rewe geschlendert und habe gesehen, cool, was ist das denn? Das sind so Samurai. Krieger auf den Dosen, Bio, Energy, Vegan, das ist ja was ganz Besonderes. Genau bestens geeignet für Ramses Kitchen. Was machst du denn? Du randalierst schon wieder die ganze Zeit. Ja, nimm halt die halbe Kamera mit. Bestens geeignet für Ramses Kitchen, habe ich gedacht. Dann habe ich das probiert. Das war so mit Mate-Tee, Mate-Tee und allem drum und dran. Fand ich vom Design her eigentlich richtig cool. Vom Geschmack her nicht so. Habe ich gesagt, okay, wer auch immer das trinkt. Ich fand es jetzt ziemlich eigen und ziemlich komisch. Hat mir also nicht so geschmeckt. Habe ich gesagt, kann man mal probieren, aber würde ich jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. Dann kamen die Haters. Überall kamen sie her. Ich konnte gar nicht mehr gucken, so viele waren da. Gab es Kommentare dann dazu natürlich. Wie kann man nur so eine Scheiße. Wie kann man nur Werbung für so eine Scheiße machen und wie er da sitzt und so tut, als wüsste er nicht genau, was er macht und lauter so Gerede. Ich habe kein Wort verstanden. Der nächste auch wieder, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht und erkundige dich doch besser mal genauer, bevor du irgendwas testest oder so. Bruder, ich wollte doch einfach nur diesen Bären-Vanille-Geschmack probieren. Dann hieß es, das ist irgendwas hier, Attila Hildmann, sonst was, richtig böser Mensch hieß es. Erst alle gefeiert, veganer Koch, dann böser Mensch oder irgendwie Corona-Leugner, sonst wie rechte Szene. Und alle haben gesagt, Alter, Ramses ist ein Nazi, der hat Bärenvanille getrunken, das muss ja was heißen. Deswegen seitdem habe ich immer Angst, wenn ich irgendwo langlaufe und ich sehe irgendwas, was ich nicht kenne und möchte das einfach nur mal probieren, wie es schmeckt, dass die Hater kommen und sagen einfach, was für ein Hures, weil der da einfach so Werbung macht, wissentlich für das. Ich erkundige mich aber nicht vorher. Das ist bestimmt auch wieder richtig gefährlich, denn ich habe was gefunden. Da steht hier einfach Hang und Over Spirit. Und hier steht auch Hang und Over Spirit. Und da sind zwei so Maya-Masken drauf oder was das ist, ne? Da steht Guarana, kohlensäurehaltig, 100% Bio und vegan. Das kann ja nur ein böser Mensch gemacht haben. Bio und vegan und Matcha und Guarana. Ich versuche das mal kurz so zu zeigen. Also hier Hang und Over. Bio, vegan, Matcha Guarana, 80 Milligramm Koffein pro Dose aus Bio-Zutaten in der Sorte Mango und Kaktus. Und dann haben wir das gleiche nochmal hier. Auch mit so einer Fratze drauf. In der Sorte Berry und Dragon. Also Beere und Drache. Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie Drache schmeckt. Ich glaube, der Adi macht sich schon wieder selbstständig. Jetzt habe ich natürlich wieder Schiss, dass irgendein Holocaust-Leugner dieses Getränk erfunden hat. Ich jetzt unwissentlich einfach nur wissen möchte, wie Kaktus und wie Drache schmeckt und dann wieder zubombardiert werde mit, was ich doch für ein Mensch bin, dass ich sowas supporte. Ich habe selbst bei dem anderen, bei diesem Dai-Chi, was angeblich, hey, wo hast du das her? Das darf nicht mehr verkauft werden, das ist verboten, sonst was. Jetzt eben, halbes Jahr später, steht im Kaufland. Ich glaube, Kaufland ist auf jeden Fall offiziell rechts. Kaufland ist auf jeden Fall leugnet Corona. Kaufland ist auf jeden Fall Mafia, heftig der Boss. Toll. Das wollte ich eigentlich auch noch testen in der Extra-Folge, aber halt dann danach, wie gesagt. So, ich stelle das mal jetzt hier auf dem Adi seinen Schwanz.
Adi. Adi. Also manchmal rennt er dann weg, aber diesmal nicht. Hat den richtigen Ton nicht getroffen. Ich möchte doch einfach nur probieren, wie jetzt hier Mango und Kaktus schmeckt von diesem Getränk, was ich nicht kenne, was hoffentlich kein böser Mensch erfunden hat. Na, probieren. Komm, wenn du eh hier bist. Adi, probier los, Adi, guck. Und ist es was Böses? Ja, es sieht so aus, als wäre das wieder was Böses. Hangover. Hang und over mit Mango. Kaktus, Bio, Vegan, Guarana, Matcha. Ich bin gespannt. Riecht ja wie Mate-Tee. Egal, ich probiere das jetzt einfach. Erwecke den richtigen Spirit in dir. Grüße an Spirit vom NR-Battle. Wird man jetzt zum Spirit? Ich glaube, da muss man Bier trinken. Egal ob Influencer, Hardcore-Gamer, Sportskanone oder Arbeitstier, Hang and Over Spirit versorgt deinen Körper mit der Lebensfreude von Mango und Kaktus. Vegan, Bio und mit ausschließlich natürlichen Inhaltsstoffen. Am besten eiskalt genießen, zweimal auf den Kopf kippen und langsam öffnen. Das habe ich ja beim letzten Mal vergessen. Das habe ich jetzt hier auch vergessen. Das heißt, man muss das genauso trinken wie das Zeug von dem Typ. Im Endeffekt ist das von demselben und im Endeffekt ist das auch wieder verboten und im Endeffekt wird jetzt alles gesperrt, was ich hier mache. Ich weiß es nicht. Geschmacklich würde ich aber sagen, schmeckt es sogar besser. Mango und Kaktus. Das andere war ja wirklich eher dieser Mate-Tee, der so richtig irgendwie ultra bitter geschmeckt hat. Mango, Kaktus? Ist okay, können natürlich kühler sein. Wenn es gekühlt wäre, wird es noch richtig reinhauen. Kann man sich aber geben. Und wir haben natürlich noch Berry und Dregen übrig. Berry und Dregen. Machen wir natürlich auch auf. Probieren wir hier Berry und Dregen ohne viel Gelaber, weil da steht bestimmt das. Jetzt habe ich es wieder nicht auf den Kopf geschüttelt. Zweimal auf den Kopf gedreht und. Keine Ahnung, muss auch so gehen. Wahrscheinlich ist es wegen der ganze Tee-Absatz unten drin und deswegen schmeckt das oben so nach wenig. Berry und Dragon. Ich merke keine Beere, ich merke keinen Drachen. Es ist auf jeden Fall lila, aber es schmeckt irgendwie minzig. Es hat eine leichte Pfefferminznote. Nase ganz rot. Eine leichte Pfefferminznote, okay. Oder Kamillentee. Ne, nicht Pfefferminztee. Nicht Kamille. Pfefferminznote, deswegen auch Pfefferminztee. Der Adi wühlt sich durch alles durch. Aber das Beste zum Schluss, ne, damit wir die bösen Geister, die bio-veganen Geister loswerden, gibt es natürlich wieder eine Dose 500er Dosenbier. Ne, mein heimlicher Sponsor in jeder Lebenslage. Das heißt, den machen wir wieder auf. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Habt ihr das auch schon mal probiert? Adi! Habt ihr das auch schon mal probiert? Schreibt's mal in die Kommentare. Ansonsten, peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Roman Reigns, das weckt den. Oh, egal.